So, also wenn wir jetzt so langsam das Spiel entdecken, ich bin ja schwer am Forschen, ne? So, Molly ist am Kraften und Hefty ist am Heftigen. So, und zwar wollen wir ja mal und wir brauchen mehr Leute, richtig? Dann sind, glaube ich, alle einig. Einfach mehr Leute brauchen. Was kostet denn so eine Platte? Die hat 135 Wert. Also 9 drin. Hier sind nochmal 3. Ich glaube, wir lassen das jetzt mal ein bisschen laufen. Zumindest bis ich meine Forschung abgeschlossen habe. Und dann gehen wir mal los und gucken mal, ob Hefty und ich ein paar Leute rekrutieren können. Dafür brauchen wir aber Geld und Geld kriegen wir mit Eisenplatten jetzt. Weil das Erz ist wahrscheinlich noch weniger wert, wa? Ja, 90 und aus 90 mach 135. Ist immer noch nicht so viel wie Kupfer, aber immerhin. Warte, 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 langsam. Was sabbelt der? Garu, Pflanzenfresser. Wer hat hier gesabbelt? Ja, die stehen immer noch hier. Das sind noch die Heiligen. Entwickelt Hefty denn jetzt so langsam mal? Ja, ich will mal stärker und zäher und geschickt und so. Und wird besser mit Katanas, weil sie die schwere Rüstung trägt. Molly wird so ein bisschen die Softie. Die hat ja momentan noch gar nichts. Ich eigentlich nur am Rumforschen. Ich dachte jetzt eben, da wäre irgendwas passiert. Muss man mal noch ein bisschen laufen. So, 8 Platten hier drin. Müssen die auch noch alle wegschaffen, ne? Das war ein Tausi da drin. Oh Gott. Also ich will das forsch machen, weil wenn normale wegsterben oder so. Wobei, es ist also, es gibt eine limitierte Anzahl an Rekruten, die man hier mitnehmen kann. Außer Sklaven. Sklaven kann man wohl endlos bekommen. Noch 9 Erz. Okay, gut. Hefty, dann mach das Ding mal aus und helf mal hier mit. Okay. Und jetzt die restlichen Erz wegballern. Und dann geht hier die Eisenplatten verkaufen, damit wir ein bisschen Geld haben. Und dann gucken wir mal, ob wir Rekruten finden oder Sklaven kaufen können oder so. Kann man den denn dann aufrüsten, sag mal? Weiß ich nicht. Sind 15 Platten. Das ist eine Menge Rennerei, die zu verkaufen. Gegeben, dass da unten der Händler wieder wach ist. B.
Betten will ich auf jeden Fall noch. Oh, die holen nicht neues Erz, okay. Da ist jetzt nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Komplett ausgeerzt. Hat Molly Hunger? Ne, die geht noch. Alle zu essen. So, wir gehen, laufen gleich alle dreimal los, gucken, ob wir die Eisenplatten loswerden können. Und dann sehen, ob wir Sklaven irgendwo finden, die dann hier die Erzschmiede oder Erzproduktion hochhalten können. Okay, 15. Betten haben wir. Mittlere Rohbauten. Wohin steigert sich Molly eigentlich hin? Nicht viel. Ingenieur vielleicht ein ganz bisschen. Wissenschaft. Null. So, das ist das letzte Erz. Geben wir denn eine Platte da draus oder mehr als eine? Es sind noch mehr als eine Platte pro Erz, oder? Scheint mir jedenfalls so. Oder brauchen wir mehr Erz für eine Platte? Keine Ahnung. So, letzte Runde, glaube ich. Ne, ist eine Platte, ein Erz. Die hat nur Erz, guck mal. Fiddeln da rum. Waffen schmelzen, das ist gut. Pause. So, Molly, was hast du? Du kannst eigentlich mal runterlaufen, gucken, ob der Händler wieder fit ist. Dir gutes Training, Heft. Du kannst eigentlich mal mitlaufen. Geht noch einer rein. Ja. Molly, Aufgabe weg. Ich forsche weiter. Ich glaube, ich mache mal die Tür zu. Oh, speichert. So, heftig läuft.
Molly, kannst du die eigentlich nicht heilen hier? Der kann sich doch nicht bewegen. Arzt? Den da, nein. Ah, erste Hilfe. Kann er nicht, kann sie nicht. Er hat doch Dings dabei. Oder muss Molly das machen? Ach, weil sie zu weit weg ist. Kann man also doch. Hey. Mistviecher. Sie ist immer auch da eine Chance, dass sie dann dankbar sind. Rechtes Bein ist kaputt. Hier muss er heilen. Molly, was machst du denn? Grundlos Anger. Verletzungen schienen, okay. Orthesenkasten. Na gut. Orthesenkasten. Okay, vielleicht kriegen wir das von dem Typen hier in der Bar. Wenn wir ihm sein Bein. Der liegt doch schon ewig da und der verhungert uns ja dann. Ah, die liegt da immer noch. Wer war denn das? Oder liegt ja auch tot in der Ecke. Was ist hier bloß passiert? Der auch nicht? Orthesenkasten. Dann gucken wir, ob die hinten beim Rebellenlager. Hier war das, ne? Squin, die sind hier unten. Ein Orthesenkasten. Orthesenkasten. Aber es ist voll doof, dass der Händler weg ist. Sie brauchen Essen. Irgendwann. Um der wieder stehen. Sonst müssen wir mal zu der anderen Stadt hin. Der ist auch noch down. Der ist halt komplett tot, oder? Shit. Ich will nicht so weit weg. Soll ich jetzt bis hier hinten hinrennen, nur um ein paar Sachen zu kaufen? Auf, was ist hier irgendwo ein Haus? Da vielleicht? Muss man meine Eisenplatten jetzt an den Mann bringen? Oder die Frau? Nee, nicht. Ich bin voll rausgezoomt. Ich sehe nicht eine einzige Hütte irgendwo. Jetzt Leta, okay. Sack und Stack entdeckt. Stack? Stack? Was sind Stack?
bisschen stark. Hallo? Weg. Du sollst weglaufen. Frische Opfer, das klingt nicht gut. Oh nein, Heft schaffst du wieder nicht. Beide auf Blocken. Komm, Heft. Die ist noch nicht so tot. Ist eigentlich recht zäh. Lauft! Oh Gott, die geben auf. Jawohl. Lauf, nicht immer auf den Bauch. Was zur Hölle ist denn stuck? Oh Gott. Lass doch mal ab von hier. Das aber aus. Viel hängen hier nicht mehr am Popo. Ich will jetzt aber auch nicht hier große Haken schlagen, weil sonst. Läuft sie ja durch die Leute wieder durch. Shit. Da hoch. Blödsinn, da müssen die Heiligen noch wieder stehen, oder? Oder hoffentlich noch. Komm, Heft. Durch die Heiligen durch und dann hoffe ich, dass sie die Typen da fertig machen. Oh nein. Noch einen auf dem Bau. Lauf, Heft. Lauf. Ja, die läuft mal. Laufen wir hier unten weiter? Oh shit. Nein, weil Heft so lahm ist. Die immer schweren Rüstung. Oh Gott. Heft ist down. Gott, ich hasse das, das ist so ätzend. Überall gibt's Kloppe, wenn man nie aufpasst. Nur weil die blöde Händlerin hier down ist. Da liegt sie. Haben sie alles geklaut? Nee, nix. Okay. Sie auch nichts mehr zu essen.
der ist verletzt. Muss ich erstmal selber verheilen. Oh, es bringt doch alles nichts. Dass sie die Händler hier weggekloppt haben, das ist voll bekloppt. Sie hat noch minus 25, das braucht noch ewig, bis sie wieder aufstehen. Nur mal ein paar Leute zu heilen. Ist gelähmt, rechtes Bein. Und er hat Hunger. Ich auch bald. Ja. Kann also keine Verletzungen schienen. Es sind zwei, die hier gelähmt sind. Vielleicht forschen wir einfach weiter. Ja. Bei mir war nichts los. Ich forsche immer noch. Das Problem ist, uns wird das Essen ausgehen. Im Sterben. Oh. Ach, das geht. Ich kann es auch wenigstens nicht nehmen. Nichts im Sterben liegen. Komm, heilen. Ich muss einen Händler finden. Fahrt du doch mal die Brust? Ah, jetzt. Ah, ja. Oh. Erholungskoma, gut. Das stand eben noch, liegt im Sterben. Minus 42. Das war scheiße. So, Heft, du stellst dich mal da ein, wenn du wieder aufwachst. Molly. Die kann eigentlich noch ein bisschen rumlaufen. So, was haben wir da entdeckt? Stuck. Maximal Bewohner tot. Tatsächlich Anzahl Bewohner tot. Bewohner handelt Ninja. Maximal Bewohner. Tatsächlich Anzahl Bewohner 21. Umherziehende Bevölkerung. Ja. Da leben alle möglichen. Beziehung 0. Minus 11 mit den Verhungernden. Das macht mir aber nichts. Ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, ich lasse Molly lieber forschen.
So. Ich nehme mich frei. So, wir müssen irgendwo Essen herkriegen. Ich weiß nicht wo. Heft. Die ist noch im Erholungskoma, die ist noch bei minus 36. Tür zu. Anscheinend haben die die umgebracht, die Händler. Und mit wem handle ich hier? Verhungernde Banditen. Erholungskoma, Handelslinie, Barmann. Minus 20, die wird langsam. Ich bin topfett. Guck ich hier nochmal, ne? Ich brauche die Händler jetzt, ich brauche Essen. Um zu sehen, dass da neue Händler hinkommen. Mir jetzt diesen Fliegenton hergenommen. Exklave. Grundloser Angriff. Fesseln aufschließen. Okay, kann ich jetzt trainieren wahrscheinlich. Sklaven befreien? Ah. Diener der Heiligen Asche. Nein, ja. Absetzen. Erste Hilfe? Ist er irgendwie krank? Das sind Sklaven. Da ist auch kein Barmann. Können wir mal alle befreien. Stärke benutzen. Und den können wir dann gut trainieren. Das erhöht wahrscheinlich Geschick. Knackt Schloss 3. Geschick steigert.
komme ich schon fast ein Drittel Chance. Schnell, bevor hier welche kommen. Wir können übrigens auch in Sklaverei enden. Minus 25. Schon auf Stufe 5. Stehen die einfach rum? Begeht Verbrechen. Der Charakter macht sich gerade folgendes Verbrechen für eine Terrorakte. Gehe sicher, dass niemand es bemerkt. Ja, da gucke ich ja gerade. Hassen die uns jetzt? Nö, wir haben es nicht bemerkt. Nee, die Typen. Und jetzt? Der ist ein bisschen verletzt. Diener der Heiligen. Gib dem auf. Ex-Slave. Ist mir jetzt egal. Ich schlepp dich jetzt mal zu meinem Außenposten. Hier geht's hoch. Das ist echt der schnellste Weg. Oh, diese Fliegen jetzt von meinem Ohr. Hier geht minus 21 auf der Brust. Die geht schlechter als vorher. Molly forscht. Okay, gut. Ich bring einen potenziellen Arbeiter. Und da müssen wir mal sehen, was wir brauchen, um irgendwas herzustellen. Und wir brauchen Nahrung. Legt dann den Exklaven mal zu dem anderen Loot. Warum?
muss ja mal. Die hatte hier noch 20, ne? Oh, 18 jetzt. Da geht's langsam besser. Minus 18. Alles, was wir können, kriegen können zum Essen. Das sind für ein Zeichen. Und die anderen da raus machen? Scheint so. Oh, es waren hier schon wieder los. Die Stäbe hier. Och man. Minus 11. Tja, so lange müssen wir durchhalten. Ich weiß nicht, wo ich noch Essen herkriege. Außer irgendwelche Sachen überfallen oder abschlachten. Tiere jagen. Da waren alle gut gefüttert, wir drei. Gewöhn dich mal hier ran. Folgen. Ich lade noch mal schnell dieses Ohrenfiepen, das geht mir auf den Sack. F9 sozusagen. Oh, viel besser. So. Pass mal ein bisschen auf Hefti auf. Dann kann ich sie auch wegtragen. Ich kann sie eigentlich in einem Bett legen. Wo laufen wir denn? Da. Müsste sie eigentlich schneller heilen. Das hätte ich mal vorher schon machen sollen. Einzigen zwei Betten, die ich kenne. So, jetzt müsst ihr eigentlich schneller heilen. Können wir die Bardame ins Bett legen? Mach mal hier. Oder die Barmann? Ja, die war ja eine Frau.
Türen. Umfässer? Nein. Verletzen. Hungriger Bandit. Ich würde ganz gerne die Verletzung schienen. Thesenkasten. Wir können die entführen, hätten eine hundertprozentige Chance. Ist aber eine Wache. Keine Lust drauf. Ansprechen, beschwichtiger. Grundlos. Weizenstroh. Reisschüssel, Wasserkrug. Das ist unten. Speichern wir ein. Gehen wir auf Schleichen. Scheiße Idee. Also nee, das wollen wir nicht. Scheiße Idee. Die hat noch minus 7. Heftig noch minus 6. Die forscht noch. Der geht jetzt auch nach oben. Ich muss das ja auch mal testen, wie das mit Klauen geht, ne? Das soll ja auch wissen. Halt doof, dass man die schienen muss und dass man die nie einfach aufheben kann. Schleichangriff K.O. Versuch das mal. Den Banditen, den mag ich keiner. Ja. So, hier jetzt sieht mich keiner. Kann er nicht. Wir müssen unbedingt die mal die Verletzungen schienen. Orthesenkasten oder Orthesenkasten oder da haben. Keine Forschung mehr. Minus 4. Nein, schleppt er den weg. Achso, der hat den nur rausgeschmissen.
2. Okay, Molly ist wieder fit. Die liegt aber noch, oder? Leg die mal wieder hin. Minus 1. Okay, Pause, Pause. Oh mein Gott. Hast du volles Inventar? Hast du den Otto-Thesenkasten? Ah, super. Zack. Dann wollen wir noch essen, irgendwas. Bolzen. Definitiv davon welche. Und Essen bräuchten wir. Zweimal Fisch. Ja, hoffentlich kommen wir damit über die Runden. Wird auf jeden Fall geteilt. Oh, wo ist er denn hin? Wo ist denn der Sklave? Da ist es weggerannt, wa? Oder ist er gestirbt? Ich weiß es ja. Ich glaube Molly. Noch nichts mehr. Hier kriege ich nicht mehr rein, ach da. So, ich kann nicht mal die Dinger wegbringen. Können wir noch was forschen? Laterne, Biotreibstoff, alles was geht. Okay. Ich düse ab und also ich denke, wenn wir den hier schienen können, denen die Beine feilen, dann würden die sich uns freiwillig anschließen. Das Dumme ist, wir haben nicht die Mittel. Und der ist tot. Der ist nur gelähmt. Heft halt noch. Komm, ja. Jetzt haben wir jetzt hier Eisenplatten. Und dann ein paar fertig. Dafür nehme ich dir das ab. Und alle Otto-DP-Kästen haben könntest, die du haben könntest. Der Prediger. Planke.
Die haben noch ein Steak und einen Fisch. Die buggen hier immer noch rum. Oh, könnte das der Sklave gewesen sein? Jetzt hat er eigentlich das Bein verloren. Und war denn? So. Siehst du mal. Denk mal, alles, was wir erforscht haben, das haben wir erforscht. Das brauchen wir nicht nochmal forschen. Wir haben jetzt wieder einen Händler, das ist wichtig. Tja, tut mir leid, ich hab nix. Den nehmen wir noch mit. Und jetzt hier noch mal zwei mitnehmen. Ich glaube, die Reisschüssel nehmen wir uns mit. Und dann haben wir hier noch Gohan. Auch nicht mehr rein, oder? Doch. Und mit dem Fisch hier hinpacken. Alles, was Nahrung ist. So. Ich will mal eine Minikarte, ich suche eine Minikarte oder so. Denke mal, wenn wir das Essen hier in unser Lager legen, dann bedienen die sich selbst, ne? Wenn wir was brauchen. Solange nur immer mal wieder Leute hier zum Lager kommen. Oh, was ist das? Oh. Hey, steht da, ich verkaufe hier Tiere. Aha. Muss ich sie füttern? Natürlich musst du sie füttern, denn sie fressen alles, was du so isst. Nur noch mehr. Fressen dir deinen Rucksack leer. Fressen sie sehr viel? Ich weiß nicht, ob ich mir ihr Futter leisten kann. Die Jungen sind nicht so anspruchsvoll. Sie fressen mehr, wenn sie größer werden. Aber sie tragen eine Tasche auf dem Rücken, in der du mehr Essen mit dir rumtragen kannst. Verstehst du? Ohne die überlebt man lange Reisen nicht. Sag mal, was du da hast. Oh.
4000, Alter. Rudelbulle. Eine Ziege. Weiblich. Welpe. Ah, Lastentiere, das wäre natürlich schöner. Steht da irgendwie, wie viel die treffen, tragen können? Wilder Bulle, Rudelbulle. Knochenmaul. Nee, ich lasse erstmal. Nee, danke. Klingt natürlich sehr interessant, aber. Wenn die meine Kram saugen wollten. Rudelbestie. Nee, danke. Kann ich mir nicht leisten. Das wird mein Lager schuppen. Ja. Und jetzt kann ich die ganzen Stiefel verkaufen. Das hat ja auch schon mal was. So, ich schmeiß mal den Reis weg. Und den ganzen Kram. Und das hier. Kann das noch nicht lernen. Okay. Kann ich ihr geben? Gebe mir mal noch einen. Einen behalte ich über, den muss ich dann Dings geben. Hefti. Aber ich kann noch ein paar Platten mitnehmen. Zack, zack, zack. Und da war alle Platten los. Heftig, ich brauche noch ein bisschen. Tja, wo können wir noch Schienenwerkzeug hier? Das stinkt, diese Platten zu verkaufen. Oh, was haben wir denn da? Katana ohne Zuba. Naja, scheiße. Und hier nochmal Essen. Grünfrucht. Das Gemüse, keiner weiß, warum sie so heißt, aber alle nennen sie so. Ich kaufe mal zwei, vielleicht kann ich eine Farm bauen. Ist ja egal, die kosten ja nicht viel. Vielleicht kann ich eine Farm bauen, dann können wir endlich Essen anbauen.
Gib das mal heftig. Bin ich wieder voll. Shit. War eine doofe Idee. Heftig hat ja auch noch Platten. Handelt er auch mit irgendwas anderem als diese? So eine ganze Karawane. War das echt nur? Bin ich denn? Ach, ich stehe schon vorne. Was hat's ja gewonnen? So, muss man sehen. Ich muss halt die Stiefel verkaufen. Die eine Kackplatte dahin. Verwehte Stiefel, gepanzerte. Dann muss eine Fisch da hoch. Der haben nochmal gepanzert. Und nochmal verwehte. Alle gestohlen. Okay. Da. Mal so weit rauszoomen, damit man überhaupt so weit klicken kann. Ist gleich voll. Tja, haben wir auch noch keinen Ortho-Dings gefunden. Da war keine Forschung mehr. Also Eisenplatten hin und her schleppen ist definitiv nicht rentabel. Man muss schon mehr Geld mit dem Kupfer sammeln. Die geben aber gut Geld. Und die waren alle geklaut, also ist egal. Säbel, okay. Planke. Ist hier noch ein Schlag besser als meiner? Rüstungsdurchdringung plus 30. 33 Schnitt, 25 Stumpf. Das macht mehr. Ist aber noch länger.
Ausgebesserte Klinge. Alte ausgebesserte Klinge. 3000. Die machen sie von selbst. Ja. Wieder was lernen. Plupp. Ein Säbel. Das ist stark. Heft, komm mal her. Ich nehme jetzt mal das. Ich behalte mal zwei. Dann klappen wir nochmal unsere Händler ab. Fump, fump, fump. Auch wenn sie jetzt da das Riesenessen haben. Oh, wir brauchen ja was. Einmal hier gucken. Mehr ziehende Bevölkerung. Versuchen wir mal nach Stuck zu laufen. Heft muss nämlich laufen lernen. Aber ich habe bestimmt jetzt eine Menge Zähigkeit gekriegt. Ne? 12 nur. Immer noch die drei. Keine Ahnung. War definitiv tot, ja. Aber kann sich auf die Bänke setzen, wie geil ist das denn? Okay, lass uns mal gucken, wie sie da laufen. Und wieder nach Stuck rennen. Wir haben Verbandszeug, wir haben was zu essen. Mal gucken, wie es läuft. Ich hab schon die Fliegen im Ohr. Für auf dem direktesten. Freund oder Feind? Halt, stopp! Gib uns den Mist, gib es her! Gibt's nicht. Heft, lauf da durch, bitte. Heft hat die noch nicht mal eingeholt. Töten! Gut, ich habe die abgelenkt, das ist ganz cool. Mich kriegen die nicht. Ich bin fertig, das ist nicht wert, geh mir zurück. Kommt Heft vorbei? Ja, genau, die haben Heft jetzt ignoriert. Dann lauf, trefft euch mal hier. Was ist denn das?
ist nur eine Mine. Sind sie wieder einigermaßen zusammen? Ich kann aber auch rennen, ne? Orkans Kluft. Sonne aufzugehen. Ob die uns freundlich gesonnen sind? Hier ist auf jeden Fall eine ganze Stadt. Mein Groß. Ja, weit vom Norden kommen wir. Das ist die heilige Nation. Du! Du spielst ein gefährliches Spiel, wenn du sie hierher bringst. Wen? Ach so. Ich werde hier nur in die Bar. Aha. Möchtest du was kaufen? Ja. Vielleicht so ein Orthopäden-Ding vielleicht? Dann lass mal sehen. Oh, Heilige Flamme 2. Das religiöse Buch der Heiligen Nation. Jeder Bürger ist gesetzlich verpflichtet, ein Exemplar zu besitzen. Das führende Licht 6. Oh, nee, ne? Wir wollen erstmal essen. Alles, was du hast. Ah, oh, hier ist das Geld für. Ja. Grünfrucht. Heilige Kreuz. Oh, die ganze Krams hier. 75 NA, das ist cool. Dass das alles nicht stapel, ne? Voll öde. Wenn wir die Fische hier in die Mitte packen. Hier haben wir noch zwei davon mit. Ja, wir brauchen die Kohle, das Essen mal. Unbedingt. Das war mir echt zu knapp. Dass wir die Leute fahren. Was ist denn das? Ein Bade. Und ich sage, hey, wackel mal hier rüber, Muffin. Ich sag's dir. Ha. Ich sag's dir. Ich habe noch nie jemanden so schnell vor Wut kochen sehen. Dann nahm ich die. Oh, das Glas ist leer. Leih mir doch etwas Geld, Kumpel. Das wird sich für dich auszahlen. Ach, wird es? Ich suche nach Kämpfern, nicht nach Säufern. Du bist nicht zufällig ein Kämpfer, oder? Es wird sich für dich auszahlen. Ach, wird es das? Weißt du was? Ich singe dir ein Lied. Wenn ich es mir recht überlege, wie wär's damit? Zahl meine 3000 Cut-Rechnung und ich singe für dich von Erzählungen, bis die Sonne nicht mehr untergeht. Ich kenne alle Guten und habe eine Stimme, die es wert ist, dass man Geschichten über sich schreibt. Ha. Wie wär's mit einer Kostprobe, bevor ich mich darauf einlasse?
Es war einmal eine Fee, die über all den Wolken lebte, furchtlos und stolz mit den Zephyren schwebte. Sie erreichte die Na-Na-Na-Na-Na ohne Frust und schwamm mit irgendwas, irgendwas, irgendwas mit ihrer Brust. Sie ging ich kann mich nicht erinnern, aber am Ende wird sie zur Königin gekrönt. Ziemlich gut, hm? Überraschenderweise, ja, es ist es wert. Du kannst dich uns anschließen, wenn du versprichst, nicht zu singen. 3000, okay. Alles klar. Bade, nee, den nimm oder anders. Klaus. Landwirtschaft, Kochen, Wissenschaft. Aber schon unseren Bauern. Abgemacht. Gut. Mal wieder ein. Die sind noch beschäftigt. Wollen wir Klaus noch irgendwie sicher nach Hause bringen? Na, also noch am Essen. Naja, Klaus ist schneller als Heft. Hefti. Ja, ich komme hier vorbei. Finde, dass wir hier nichts reinrennen. Ja, das mit dem Eisen, das war ein Reinfall. Weil wenn wir einen Handel aufmachen und dann ganz viel davon verkaufen können, wer weiß. Achso, Steuerung nicht. Lassen uns dann noch alles in der. Ich habe den Überblick verloren, ob jetzt noch irgendwo einer dran klebt oder nicht. Wir sollten uns auf jeden Fall mal irgendwo sammeln. Hier unten vielleicht. Da scheint ein Gegner. Ah, doch, die sind hinter mir, ja. Auf da auch. Lass sie alle stehen. Und die beiden, die hängen dann mir hinterher. Die wir immer noch, ne? Ja, ich muss Klaus da nur reinkriegen, dann kann der arbeiten. Ups. Oh, Heft hat es jetzt halt.
Ach, da ist nur einer und der ist weit hinterher. Passt schon. Sie mittlerweile genug Stärke, 11 Stärke. Nur noch 27% überlassen. Die muss aber mittlerweile schon ziemlich kräftig aussehen. Wie sieht er aus? Er ist der Hämpfling. Nicht mal ein Oberteil. Und ich sehe sowieso seltsam aus. Heft halt immer noch einen am Popo. Da, wir kommen mit Essen. Und einen zusätzlichen Typen. Und sie hat gefuttert. Sie ist definitiv die langsamste. Sind die denn immer noch am Popo? Glaub's ja nicht. Bring ihn um. Den einen da. War selber schuld, ne? So, jetzt was noch? Geben wir mal erste Hilfe. Dann heb ihn mal auf. Mal testen. Wir den jetzt in unser Lager bringen. Steht Molly hier draußen. Mach mal die Tür zu. Das Stadt werfen. So, bin mal gespannt. Der kann den Brunnen bedienen. Glaube, es war auch abgekühlt. Kann Heft gleich machen. Hör zu, was sagst du dazu? Lass dein Essen da. Händige das Essen aus und niemand stirbt. Geh und verpeste meine Stadt und das Letzte, was ich brauche, sind Dungfliegen.
Wie wahnsinnig ist das denn? Halb verhungert und Schlägereien provozieren wollen. Beruhige dich. Wir müssen hier kein Blut vergießen. Wie wahnsinnig ist das denn, Schlägereien provozieren wollen? Mir doch scheißegal, was ich, wenn ich dafür was in den Magen bekomme, ist es das Risiko wert, jemanden wie dich bekämpfen zu müssen, Arschkriecher. Steck dein Schwert weg und ich kann dir helfen. Mal gucken. Hungriger Bandit. 500. Heft. Okay, das ist cool. Na, mal gucken, vielleicht benimmt er sich ja mal irgendwann. Scheiße. Ich dachte, ich könnte jetzt für 500 so einen Typen. Halmar Klaus. So, was haben wir denn im Inventar? Ich bin eigentlich ganz gut bestückt. Katanas müssen wir noch erforschen. Wir können uns eigentlich mal ein Heft geben. Der ist geheilt. Heft ist ein bisschen beschädigt. Okay. Der hat schon irgendwelches Wasser gefördert, ganz langsam. Ja, ist nicht perfekt der Brunnen, was soll man machen? Das kann man sicher noch irgendwie erforschen. Ups. So, Hefte, schmeißen wir das ganze Essen hier rein. Das ist ganz große Zeug. Falls die Leute Hunger bekommen. Das behalten wir mal, ich weiß nicht. So. Molly hat sowieso zu tun. Die kann ja auch mal, die kann eigentlich immer beim Brunnen helfen. Klaus kann als zweiten Job auch die Maschine bedienen, wenn mal was zu tun ist. Forschung ganz nach oben, dann den Brunnen. Ne, dann die Maschine und ganz unten immer alle den Brunnen, würde ich sagen. So. So, dass immer was gefördert wird. So. Sollen wir mal sehen, ob wir hier eine Farm bauen können. Gemüsefarm L. Trocken. Ja, können wir nichts machen. Fruchtbarkeit ist gut, aber trocken. Was ist ein Grünfrucht? 10 Grünfrüchte. Dafür brauchen wir die Grünfrüchte. Okay, dann gibt es hier Farm. Keine Ahnung, wie das aussieht. Das ist einfach ein bisschen Grünfrucht. So, Heft. Aufgabe. Ich Aufgabe.
So viele Frühfrüchte haben wir nicht, ne? Kann nur einer den Brunnen bedienen? Scheint so. Achso, hier können wir aufwerten. Eisenplatten. Baumaterial, ja, das können wir machen. Strom 0, kein Strom. Wir haben noch Strom. Klaus? Ist das noch nicht fertig? Nein, ist noch nicht fertig. Wir haben Grünfrüchte. Das heißt, dass ich erstmal. Das lassen wir Heft bauen. Ich gucke erstmal Grünfrüchte holen. Wenn die denn welche haben. Bis wir dann so einigermaßen autonom sind. Oder autark. Autark heißt das. Dass wir uns komplett selbst versorgen können. Hoffentlich. Ich hab natürlich kein Geld mehr, ne? Da müssen wir nochmal Kupfer machen. Haben wir noch ein paar Grünfrüchte? Oh, shit. Ist so viel. Ach ja, die kosten ja nicht viel. Jetzt haben wir noch 900. Ah, 200 und dann noch so eine Kiste und sowas sowieso voll. Noch so ein Fleisch. Nicht zufällig so ein Orthopäden-Ding, oder? Ja. Reparaturzentrum. Anderen hier hinlaufen. Tja. Ich hätte eigentlich gedacht, der Typ, den wir, den Banditen hier, den wir hier heilen und 500 Cut geben, dass der bei uns bleibt, aber nee. Jetzt Eisenplatten fehlen, echt jetzt? Das war ja ernst. Baumaterial. Tatsache könnte sein. Ja, noch 5 Grünfrüchte. Ah, ich sage. Gut, Molly? Nee, Heft.
Und das mal alles verbauen, würde ich sagen. Ja, fehlen uns leider die Grünfrüchte. Und zwei. Ach, der produziert automatisch. Brauche gar nichts mehr machen. Der Klaus. Der braucht keinen Ingenieur machen. Der soll nur den Boden bedienen. So, Heft. Wir gehen mal gucken, ob wir noch Grünfrüchte. Ich glaube, ja, machen wir hier Pause und dann gehen wir gleich erstmal wieder Erz kloppen. Dass wir ein bisschen Geld reinkriegen. So, müssen nämlich das Essen hier fertigstellen. Kriegen zwar jetzt ein bisschen Wasser rein. Das nicht? Und der kann mehr als ein Wasser. Guck mal, großes Wasser. Klaus ist unser Koch. So. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal.